Hyundai präsentiert anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland als offizieller Autosponsor gleich mehrere Go-Sondermodelle. Wir haben uns das beliebte Kompaktklasse-Modell, den Hyundai i30 Kombi Go, etwas genauer angeschaut. Der praktische i30 Kombi zeigt sich im formschönen Design der i30-Familie, was besonders deutlich am markanten Kühlergrill erkennbar ist. Die sanft abfallende Dachlinie und die dynamischen Proportionen verleihen dem Raumwunder eine sportliche Silhouette. Die Basis des i30 Kombi Go ist der i30 Comfort, welcher bereits serienmäßig sehr gut ausgestattet ist, unter anderem mit einem Fernlichtassistent, Spurhalteassistent, ein Frontkollisionssystem, Tempomat, Multifunktions-Lederlenkrad, Lederschaltknauf, einer Dachreling, Einparkhilfe hinten, LED-Tagfahrlicht und LED-Positionslampen. Das i30 Kombi Go Sondermodell bietet zusätzlich ein attraktives Ausstattungspaket, welches elektrisch anklappbare schwarze Außenspiegel, 16 Zoll Leichtmetallfelgen, abgedunkelte Heck- und Seitenscheiben, eine Rückfahrkamera, Sitzheizung vorne, eine 2-Zonen-Klimaautomatik und ein 8 Zoll Touchscreen beinhaltet. Über diesen wird unter anderem ein modernstes Navigationssystem bedient und Konnektivitätsfunktionen wie Apple CarPlay, Android Auto oder Live Service. Weiters sind spezielle Sitzbezüge mit blauen Akzenten verwendet worden. Ein schwarzer Dachhimmel rundet die sportliche Atmosphäre im Innenraum ab. Als Antrieb dienen sparsame Benzin- oder Dieselmotoren von 100 bis 120 PS.